Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Kampf, den Kaulquappen, und für dieses müssen wir insgesamt 100 Kaulquappen der Blutflossen in Nasyatar verscheuchen. Und wie wir das machen, ist ganz einfach. Ihr müsst einmal nach Nasyatar und dann hier oben hin in der Richtung, und zwar etwa auf die Koordinaten 26, 29, dort wo ich bin. Und hier oben befinden sich ganz viele von diesen grünen Kaulquappen, wenn wir nicht jetzt gerade alle verscheucht hätten. Da hinten haben wir welche. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, dass wir die einmal anquatschen, und zwar beziehungsweise einmal anklicken, und damit verscheuchen wir die. Und sobald ihr 100 Stück verscheucht habt, das ist jetzt meine vorletzte, zack, gibt es das Achievement, bringt 5 Punkte. Und dementsprechend, was ihr quasi davon habt, ist, dass es ein Teil des Meta-Achievements hier ist. Und zwar, wo wir dann auch das Krabbenmount bekommen. Jetzt hier mein erstes Achievement nach dem Kundungsding. Ist relativ schnell gemacht, 20 Minuten braucht ihr in etwa. Und dann seid ihr einmal hier durch. Wichtig ist vielleicht anzumerken, dass ihr einen Debuff kriegt, sobald ihr die erste Kaulquappe anklickt. Und zwar spawnt ihr dann die ganze Zeit um euch diese Murlocs rum, die greifen euch an. Ihr solltet hier ein bisschen was aushalten, die kann man aber sehr, sehr schnell wegcleaven. Und ehrlich gesagt habe ich hier auch relativ viele von diesen Essenzen farmen können, die man dementsprechend für dieses Labor braucht, wo man so Bosse beschwören kann. Es ist hier ein ganz guter Farmspot. Genau, das war's schon mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.